Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu meinem Wochenabschluss. Ich kann es gleich sagen, 1, 2, 3. Auf jeden Fall geht es vom 28.05. bis heute 20.06., also fast ein Monat. Also, ich muss mich echt nur entschuldigen. Die Videos kommen ziemlich verspätet, aber ausfallen lasse ich sie nicht. Und ich freue mich da mega drauf, endlich mit euch den Wochenabschluss machen zu können. Wie ihr euch denken könnt, habe ich sehr viel Geld schon ausgegeben. Aber wie immer fangen wir bei den Fixkosten an und da starten wir jetzt. Also es ist so gut wie alles bezahlt. Der Monat ist ja auch schon so gut wie rum. Las Vegas rückt immer, immer näher. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich darüber freue. So, iTunes, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Aber alles andere ist bezahlt. Und dann kommen wir zu meinen variablen Kosten. Und das sind wirklich jede Menge. Aber bei fast 4 Wochen, fast, denke ich mal, ist das auch in Ordnung. Gut, machen wir Lebensmittel im Bar. Das geht nämlich sehr schnell. Ich hatte nur eine einzige Ausgabe in Höhe von 9,60 €. Das heißt, also ich war wie immer beim Edeka. Da bin ich ja wirklich sehr häufig. Für 40,40 €. 40. Achso, bevor ich es vergesse, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wäre ich natürlich nichts und ich freue mich sehr darüber, dass wir diesen Meilenstein zusammen geschafft haben. Und ja, vielen, vielen Dank. Ob ich noch so einen Abonnenten-Special-Verlosung mache oder irgendein besonderes Video, weiß ich noch nicht. Eigentlich finde ich das sehr, sehr schön und man zeigt ja so auch ein bisschen seine Dankbarkeit. Aber ich weiß immer nicht so, wie das bei euch ankommt. Also, wenn ihr dazu Lust habt, dass es eine tolle Verlosung gibt, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob euch das Freude machen würde oder ob ihr genug von diesen, ja, weiß ich auch immer nicht. Ich habe das Gefühl, diese Videos werden nicht so gerne geguckt, deswegen bin ich da ein bisschen unsicher. Andererseits will ich natürlich auch nicht undankbar sein. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch so ein Video wünscht und dann kriegen wir das ganz bestimmt hin. Gut, dann geht es los. Lebensmittel auf dem Konto. Also, ich hatte 300, schon meinem ersten Zahl gleich verschrieben, aber egal, davon lassen wir uns nicht beirren. Wir schauen noch mal kurz nach. Ich hatte 350 € auf dem Konto und ja, 35,25 ist der erste Einkauf beim Edeka gewesen. Das war, glaube ich, noch im Mai. Übrig hatte ich zu dem Zeitpunkt noch 315,75 €. Jetzt geht's weiter mit 46,23. Auch wieder beim Edeka waren wir wieder Lebensmittel einkaufen. Übrig in dem Bereich, ja, haben wir natürlich keine 600. Das wäre ja toll. 60 haben wir auch nicht. Das wäre schlimm. Wir haben 269 zu dem Zeitpunkt noch übrig gehabt. So, dann geht's weiter. 3,82 € beim Bäcker. Übrig hatte ich da noch 200, also die Beträge wären noch größer, keine Sorge. 265,70 €. Dann geht's weiter mit 50 € und 48. Da waren wir einmal beim Aldi. Übrig hatte ich da noch 215,22. Jetzt gehen wir da auch schon runter. Und jetzt kommt ein riesengroßer Einkauf: 128,90. Ja, warum, wieso, weshalb, warum war das so teuer? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen Fleisch und ja, keine Ahnung, Kaffee und alles Mögliche gekauft haben. Sonst kann das ja gar nicht sein, dass wir so viel Geld da in dem einen Einkauf ausgegeben haben. Aber ich glaube, da gab es irgendwie wieder so eine tolle Aktion, irgendwie Fünffachpunkte oder irgendwie sowas. Und das nutze ich immer sehr, sehr gerne aus. So, jetzt gab es gerade einen kleinen Anruf, deswegen eine kleine Verzögerung. Ich weiß nicht mehr so genau, wo ich war, wo ich stehen geblieben bin, aber wir machen einfach weiter. Ich hoffe, ich habe den Satz einigermaßen beendet. Auch das war noch nicht das Letzte. Wir haben nämlich Too Good To Go für uns entdeckt. So, Too Good. Und Punkt, Punkt, Punkt.
Da hatte ich dann noch 81, 82. Ich muss mal einen Schluck trinken. Und einen letzten Einkauf für 79,50. Das war allerdings gestern. Und ja, demnach habe ich in diesem Bereich natürlich kann ich keinen Einkauf mehr machen. 2,32 €. Aber hier haben wir ja noch 40 €, denn die 40 Cent nehmen wir natürlich raus. Für Challenges. Also, ich sag mal gleich am Anfang, ich habe das Video auch ein bisschen rausgezögert, weil ich dachte, dass ich eher mein eigenes Geld bekomme. Leider ist das noch nicht passiert. Der andere Grund ist einfach, dass ich nicht dazu gekommen bin. Aber das war auch ein Grund, weil ich so gerne mit euch ordentlich spielen wollte. Wir können das diese Woche leider nur bedingt. Also wir können nur das Geld hier rausnehmen, was hier halt ist. Weiteres Geld können wir im Moment nicht verspielen, weil ich ja halt keine Einnahmen hatte. Aber egal, wir haben ja noch etwas über eine Woche und ich weiß, dass da noch Geld kommt und dann werden wir richtig spielen. Also bis es glüht, wollte ich gerade sagen. Denn wir müssen das auch. Las Vegas rückt immer näher. Also 8 Wochen sind das jetzt noch. Und schon, ja, geht der Flieger heute. Ich glaube, heute in 8 Wochen sitzen wir schon im Flugzeug und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin. Na gut, Drogerie gab es einen Einkauf und zwar von 19,22 €. Ja, da waren so verschiedene Sachen. Also kann ich euch gar nicht mehr alles genau sagen. Ich glaube, ach ja, hier habe ich es ja auch stehen. Ich habe Waschmittel gekauft, Shampoo, Duschgel, all sowas. Also alles, was so ein bisschen. Ich schreibe einfach mal DM hin. Ich weiß mal nicht, es kann auch Rossmann oder so gewesen sein. Also in der Drogerie halt. Genau, Molly hatte ich ja kein Geld reingepackt. Demnach habe ich natürlich, was ist natürlich, aber ich habe da auch kein Geld ausgegeben. Ich glaube, einmal habe ich eine Kleinigkeit, aber die habe ich von den Lebensmitteln bezahlt. Dann geht's weiter. Auswärtsessen. Wir waren nur einmal Auswärtsessen und zwar für 47 €. Ich hatte nur 50 € geplant, also richtig, richtig übel. Achso, das Geld nehmen wir natürlich raus. Moment, 0,78 für meine Challenges. Ja, wenigstens ein bisschen. So, übrig ist da natürlich nichts mehr. 47 € haben wir ausgegeben. Wir waren bei einem Grillbuffet. Das war sehr lecker. Übrig wären da noch 3 €, aber die kommen natürlich auch weg. Was wollen wir mit 3 € Challenge. Das heißt, hier haben wir auch kein Geld mehr. Und dann geht es weiter mit Luxus. Da hatten wir, ich muss mal eben gucken, ich habe hier so viel stehen. Wo steht Luxus? Da. Also, ich habe für 39 € und 85 habe ich mir Pflanzen gekauft. Ich bin da mal total verrückt, ne? Ja, im Winter ist bei mir der Stoff, im Sommer und Frühling und Herbst sind es die Blumen. Wobei Herbst variiere ich, da nehme ich auch sehr gerne schon Stoff. Und ich muss euch das wirklich gleich mal einblenden. Also ich habe einen sehr ganz bunt gestalteten Garten. Auch so ein bisschen kitschig. Ihr seht das hier schon anhand meiner Sticker. So bin ich einfach. Ich mag es bunt und schön. Ich finde, die Welt ist schon, ja, keine Ahnung, trüb und grau und keine. Nein, das ist sie natürlich nicht. Das ist jetzt übertrieben. Aber ich mag es halt bunt und ein Hauch zum Kindischen. Ich muss es gestehen. Und dann geht's weiter. Also ich blende euch das jetzt einmal ein. Und dann geht es weiter mit Freizeit. Wir waren beim Skatspiel. 15 € habe ich ausgegeben. Zu dem Zeitpunkt waren es noch 35 €. Dann waren wir wieder, also ihr wisst ja, das waren ja jetzt mehrere Wochen, wieder beim Skat. Zu dem Zeitpunkt waren es noch 23 €. Dann habe ich einmal privat nochmal Lotto gespielt mit Arbeitskollegen. Meine Arbeitskollegin hat mich gefragt, oh, willst du mitspielen? Der Jackpot ist so hoch, habe ich natürlich gemacht.
Wir haben natürlich nichts gewonnen, aber naja, Träumen ist erlaubt. Und ich habe gedacht, da komme ich ganz gut mit hin. Leider habe ich eine Sache mal wieder vergessen. Und zwar mein Weight Watcher hat abgebucht, 6,25 €. Das heißt, übrig sind hier noch 6,75 €. Und nächste Woche ist doch einmal Skat. Bedeutet, zu 99% gehe ich da ins Minus. Aber das ist so, das ist in Ordnung. So, dann geht es weiter. Sonstiges hatte ich natürlich auch Ausgaben. Moment, ich muss gucken. Also, einmal für 36,90 €. Und das war sehr, sehr ärgerlich. Moment, 36,90 €, das war ein Beitrag, wo man theoretisch, ja, so Cashback-Aktion, wo man aber auch Beitrag bezahlt. Und Moment, 143. 10. Und ich habe vergessen, das zu kündigen. Ich habe das nicht einmal genutzt. Das heißt, dieses Geld habe ich einfach zum Fenster rausgeschmissen. Ja, naja, das ist, ja, da habe ich mich irgendwie verführen lassen und habe gedacht, das ist eine tolle Idee, aber ich habe meine anderen Cashback-Aktionen und das reicht mir ehrlich gesagt. Hier waren wir einmal tanken. Also sprittechnisch läuft das im Moment echt ganz gut. Da kann ich wirklich ganz gut Geld sparen. Weiß nicht, ob wir weniger unterwegs sind oder keine Ahnung, es kommt irgendwie besser hin. Dann habe ich natürlich trotzdem, also mein Freund hat einmal getankt für 50 € und dann hatte ich noch, Moment, ich bin in der Zeile verrutscht, 25. 66, da habe ich gedacht, alles gut, das passt, einmal noch tanken, bis der Monat zu Ende ist. Aber ich musste heute meinen Ausweis verlängern und da muss ich ein Passfoto machen. Das habe ich gleich da machen lassen. Also total. Das fand ich eigentlich sehr schön. Das hat das Ganze sehr vereinfacht. Hat allerdings auch viel Geld gekostet. Und zwar insgesamt, glaube ich, irgendwie um die 43,90 € oder irgendwie so. So ein komischer Betrag. Also ich habe 25,66 von hier. Ich schreibe mal Ausweis. Und übrig hatte ich da noch nichts, also übrig habe ich da nichts mehr in dem Bereich. Und dann habe ich noch mal, wo habe ich da stehen? Ach, da, 18,24 für den restlichen Ausweis. Das heißt, 1,76 € habe ich hier noch drin. Das Geld nehmen wir natürlich raus, für Challenges. Und sind bei null. Also, das gucken wir jetzt natürlich eben nochmal nach, nehmen das ganze Geld raus und packen das dann nachher natürlich rein. Hier haben wir die 40 Cent, die kommen natürlich raus. 40 € sind auch drin. Und es ist ja im Grunde genommen, ja, knappe Woche. Also, mein Kühlschrank ist voll. Also, ich denke mal, da werden wir wohl nicht ins Minus kommen. Hier haben wir die 3 € von Auswärtsessen. Molly hatte ja nichts. Das packen wir mal ordentlich hier wieder zurück. Dann Drogerie, irgendwas mit 70 Cent. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Raus hier. Also, ich habe hier 70, 75, 77, 78. Und ich glaube, ja, ihr seht, das kommt hin. So, Freizeit. Ich nehme mal nur das. Wie habe ich das denn da gemacht? Habe ich übrig ge also ich nehme mal einfach nur die 0,75 raus, nicht den Euro, den lassen wir drin. Ja, haben wir jetzt so. So, Challenges. Das heißt, 6 € sind wir noch in, haben wir noch in dem Bereich. Aber der Beitrag sind 7 €. Aber vielleicht bezahlt mein Freund mir das ja auch. Mal sehen. So, dann Luxus. 10,15 €. Und ich habe mich wirklich versucht, über diese lange Zeit, da habe ich mir schon immer hier meine Spickzettel, ich zeige euch das mal. Ich habe immer mitgeschrieben, weil sonst verliert man irgendwann völlig den Überblick. Dann geht das gar nicht mehr. Ne? Also wenn man einen so langen Zeitraum das nicht aktualisiert hier, dann muss man das schon echt gut aufschreiben, weil sonst, ja, ist der ganze, ja, dann ist alles verloren. So, das packen wir mal hier alles hin. Da kommt noch ein bisschen Geld dazu von meinen Geldtöpfen 2. Auch die haben natürlich, ups, gelitten. Wie kann es anders sein? Also, das schauen wir hier nochmal. Aber da waren es nicht ganz so viele Ausgaben. Gut, wir fangen mal an bei meinem Sohnemann. Heute ist ja der 20.06.
Also 20.06. Und zwar fing es an mit einem Flohmarkt. Da habe ich ausgegeben 26,50. Okay, da habe ich nicht ausgerechnet, wie viel da noch übrig waren. Naja, das ist jetzt doof. Und einmal waren wir bei Stackmann einkaufen. Das ist so ein Bekleidungsgeschäft für all die, die das nicht kennen. Und da habe ich eine Hose und ein T-Shirt im Angebot gekauft für 44, ich schreibe es jetzt mal einfach so hier ganz genau auf, 44,39. Übrig bleibt sozusagen nichts mehr, denn das Kleingeld nehmen wir ja eh raus. Und ups, entschuldigt, da habe ich ein bisschen, ich habe es noch gar nicht eingeheftet, ich habe es nur, nein, oh, ich wollte gerade sagen, hä, wo kommt das Geld her? Aber alles richtig. So, das ganze Kleingeld packen wir mal hier weg. Schupp, schupp. Das können wir einheften. So, dann hatte ich Ausgaben natürlich in Haus und Garten, aber eine ganz tolle Ausgabe. Da kommen wir jetzt zu. Auch das blende ich euch mal eben ein. Und zwar hat meine Schwiegermutter bei eBay Kleinanzeigen Gartenmöbel gefunden. Und also Terrassenmöbel. Und das sieht so schön aus. Es sind sechs Stühle, ein massiver Tisch und ja, für 50 Euro. Also richtig gut. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Das Geld musste ausgegeben werden. Ich schreibe mal Möbel hin. Und ihr werdet das ja gleich sehen. Und die sind einfach nur schön. Und so gemütlich mit Auflagen, mit alles drum und bei. Und für 50 Euro. Also das, da kann man wirklich nichts sagen. So, und dann hatte ich ja noch eine Ausgabe. Und zwar, beziehungsweise ich hatte zwei Ausgaben bei Geschenke. So, übrig in dem Bereich haben wir noch 15 Euro. Und ausgegeben habe ich 20.06. einmal ein Geschenk für also mein Sohn, der macht Sport und die Sportlehrerin hat aufgehört und da haben die ganzen Eltern Geld gesammelt und Foto und so und haben dann so ein Geschenk gemacht für die und dafür waren halt 10 Euro, muss ich dafür bezahlen. Und nochmal, also ich schreibe einfach mal Geschenk hin. Und meine Schwiegermutter hat jetzt nächste Woche Geburtstag und da habe ich ihr eine Blume natürlich gekauft. Was sollte es anders sein? Für 25, also eine Blume plus einen Topf, ein Wandelröschen in einer total hübschen Farbe, so Lavendel mit Gelb zusammen. Also sehr hübsch als Stamm. Und sie hat das jetzt schon von mir bekommen. Also das ist die Blume schon weg, bevor überhaupt, ja, bevor sie das kriegt. Bei den Temperaturen. Okay, denn es wird ja allmählich sommerlich. Das war's. Yay, jetzt gucken wir mal, wie viel wir sparen können. Also, ihr wisst ja, wir machen das ja immer so. Das Geld hier kommt hier rein und das Geld kommt da rein und das Geld zählen wir natürlich nicht. Da lassen wir uns Ende des Jahres überraschen. So. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie viel Geld wird das wohl insgesamt sein. So, und dann haben wir 4 Euro. Naja, besser als nichts. Gab auch schon Wochen, da waren es weniger. So, dann kann der schon mal weg. Und hier haben wir die 4 Euro, die gibt es auch. 2, 3, 4, das stimmt. Ich habe schon einen Stift hingelegt. Ich habe mich eigentlich sehr gut vorbereitet auf dieses Video. Aber weg ist es, nehmen wir den. Also 4 Euro ist weggestrichen. Die schreiben wir nochmal eben auf. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, also 4 Euro, das machen wir in Klammern. Also wir machen das mal, ich schreibe es einfach mal hier hin, in Klammern. So, ja, sehr traurig. Aber wir werden noch richtig schön spielen, da bin ich mir ganz sicher in diesem Monat. Wir müssen auch unbedingt mal ein Jahresspiel. Aber wie gesagt, dann mache ich mir wirklich keine Gedanken. Denn bis Weihnachten ist es noch ein bisschen hin und ja, es ist nicht jedes Jahr gleich, es läuft nicht immer gut, aber meine Devise ist immer, niemals aufhören, auch wenn das sehr danach aussieht, als wenn man das nicht schafft. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, wünsche euch noch eine schöne
Restliche Woche plus Wochenende und wir sehen uns. Ich werde mal wieder einen Tag bei Weltwatcher machen, wo ich euch mitnehme. Also das ist der heutige Tag. Und wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und ja, alles, alles Liebe und wir sehen uns. Bis dann. Tschüssi.